und herzlich willkommen zu dem Spitzenspiel des 35. Spieltags der Barclays Premier League zwischen Arsenal London und Manchester United. Ich spiele Arsenal, der Lars Manchester United. Bei mir ist verletzt der Diaby und Fabianski und bei Lars ist verletzt der Scholes, Fletcher und Young. Bei mir ist aber leider noch der Giroud gelb gesperrt. Was mache ich denn? Rot gesperrt sogar. Das ist okay, ja. Rot gesperrt. Ah, ich glaube, dann lasse ich mal den Podolski Sturmspitze spielen. Auf links lasse ich dann Walt. Wer? Fletcher, Young und? Scholes. Und dann tauschen wir mal die beiden. Vermaelen muss rein. Für Mertesacker. Mertesacker. Okay, der ist groß, aber der ist so langsam. Gips ist doch mega schnell, ne? Ja. Alter, Chesney auch nicht drinne. Wiltshire spielt nicht, kacke. Schaff ich das noch? Ja. 2 Minuten noch. Sekunden. Nein, ich will gerade drauf drücken. Egal, scheiße. Arsenal ist Dritter und Manchester United ist Erster. Auch letzten Montag haben sie die Meisterschaft perfekt gemacht. Manchester United. Alter, die hat den reingehauen, ey. Oh, mit Podolski. Ich muss mit Ferdinand schießen. Der hat voll im Winkel geklopft, aber sowas von. Ich glaube, Manchester United, da war die 30. Meisterschaft, glaube ich. Nee, die 30. ist das nicht. Die 22. glaube ich. Jetzt sind sie. Also auf jeden Fall ist Manchester United schon Meister. Haben sie auch mit unglaublich viel Vorsprung, also fast so wie Bayern in Deutschland. Also das war schon, ja, das war stark. Hm, stark. Das ganze Spiel wird auch Sonntag stattfinden. Also wir haben ja jetzt gerade Samstag. Das wird Sonntag erst stattfinden. Ah, oh, schön. Schön. Aber sicher erklären, ne? Der hat er aber verschwankt gemacht. Also schön, der Ferdinand da reingegrätscht. War irgendwie immer wieder heute. Ey. Podolski! Okay, ne, der war nicht so gut. Obwohl ich Arsenal kämpft noch um die Champions League Plätze, deswegen wird Arsenal, denke ich mal, alles gegen Manchester United auch. Wenn Manchester United jetzt alle Spiele gewinnen würden, würden die auf 96 Punkte kommen und wäre Rekord. Oh, wer ist denn da? Valencia ist da so schnell. Mach doch, Valencia, Nani, ey. Ich meine, die wollen sie den Nani verkaufen, ey, verstehe ich nicht, ey. Stehen. Den könnte Dortmund holen. Ja. Was denn? Ah! Stark. Der Kagawa mit dem Kopf dran, Junge. Kagawa. Ich hab, wann habe ich Fernsehen geguckt? Ich glaube, das ist noch nicht so lange, ja. Gibt es nicht. Da war Thema, und zwar war ein Junge in der Schule, ich glaube 13 Jahre alt ungefähr. Und hinter dem saß ein Mädchen, ne? Und die ist einfach im Unterricht aufgestanden und hat gesagt, ich muss schießen. Da hat sie eine Pistole rausgeholt und den angeschossen. Also mitten in der Schule, einfach so 13 Jahre alt. Der hat aber nur so einen minimalen Streifschuss, ne? Dann sind alle rausgerannt, so Lehrer voll in Panik. Und weißt du, was der Junge gemacht hat? Der ist aufgestanden, hat ist zu der gegangen, hat die festgehalten und hat gesagt, gib mir die Pistole. Und hat die dann gemacht. Aber jetzt mal ehrlich, so ein 13-jähriges Mädchen, da kommt nicht alleine drauf, um sich zu schießen. Also, ich möchte jetzt nicht alles auf die Eltern schieben, aber ich meine, wie soll ein 13-jähriges oder 12-jähriges Mädchen an eine Pistole kommen? Ja, das ist, ne? Also ich weiß, vielleicht war das auch ein. Das war nie im Leben, Paul, das war locker Ball gespielt. Das heißt ein Fremder, aber ich meine, also die Eltern, die mussten ja irgendwas mitbekommen haben oder so, also das. Hat der Digga. Schon wieder so chancentot. Aber mit der Flanke! Gibt es nicht. Oh.
wohl so schon so allgemein so Amokläufer so. Ja, die verstehe ich auch nicht so ganz. Vor allem, die bringen sich da oft danach ja nochmal selbst so, ne? um. Und das verstehe ich nicht. Warum muss man denn nach vorne noch welche töten? Man hätte sich da einfach so erschießen können. Genau so wie die sich totfahren wollen. Die fahren einfach ein anderes Auto. Fahr einfach gegen Baum. Wenn du sterben willst, dann ist das okay. So, jeder hat sein eigenes Leben und trifft seine Entscheidung. Ich meine, klar, es hat Schade. Aber warum noch andere damit reinziehen, die überhaupt gar nichts dafür können? Ja, einfach Knarre nehmen und dich erschießen, fertig halt. Da kannst du auch nicht überleben, wenn du dem Kopf schießt. Gegen Auto kannst du ja noch gelähmt sein, wenn du gegen Baum fährst, kannst du noch gelähmt sein mit dem Kack. Ist ja auch ein paar Mal schon passiert, dass die dann gestorben sind, die da gar nicht, also so, der sich umbringen wollte, ist ja nicht gestorben, aber die, wo der reingefahren ist dann. Das ist so, die Leute, die können überhaupt gar nichts dafür, weißt du? Und dann sowas, also ich finde das auch nicht, Gott, du musst mal ganz kurz Pause drücken. Danke, ich muss mal eben ganz kurz karten, meine Festplatte ist voll. So, da bin ich wieder, ja, die Festplatte war leider voll und deswegen, gab es Frame-Einbrüche und deswegen muss ich das eben tauschen. Aber ist ja nicht schlimm, habe Pause gedrückt, habt ihr ja nichts verpasst. Und dann immer die besten Vermutung, ja, Amokläufer hat Call of Duty gespielt. Ja, super, der Amokläufer hat auch Brot gegessen. Ja. Ich finde. Nee, der war nicht aus, hab ich gesehen. Och ne. Und Seitenwechsel! Naja. Ja, nur der von Persi. Der wichtiges Thema, aber doch schon krasses Thema in der Premier League ist der Suarez 10 Spiele Sperre, nachdem er den Ivanovic gebissen hat. Ich meine, wie kommt man da drauf einzubeißen? Verstehe ich auch nicht. Ich trete den um, ich, keine Ahnung, spuck den an oder so, aber ich beiß doch nicht ein. Ja, ist so, kann ja sein, dass der irgendwas gesagt hat zu dem, ne? Alter, dann trittst du den halt nächstes Mal voll um oder so. Ja, wie der Guerrero da bei Hamburg, der immer da voll umgehauen hat. Ja, der Guerrero da, wo der da 30 mit Anlauf genommen hat. Dann machst du das halt so, dann geht er dann noch, aber warum beißen? Ja, verstehe ich auch nicht. Ey. Ich kneif den noch nicht. Na, ist so, ne? Aber so ein schöner Schuss wieder gegen die Latte gegangen, ey. Okay, immerhin hat er mal drauf gezielt. Druck gezogen. Ramsey! Ich kann schon mal darauf hinweisen, um 17.30 Uhr kommt der erste Teil von der Stunde. Ne, stimmt gar nicht. Doch. Um 17.30 Uhr kommt der. Oh, da Bam, Junge. Um 17.30 Uhr kommt der erste Teil von der Stundenfolge und um 18 Uhr kommt der zweite Teil, könnt ihr euch drauf freuen. Mit dem Bundesliga-Orakel zwischen Düsseldorf und Dortmund. Könnt ihr auch mal euren Tipp hier drunter schreiben. Oh ja, da hast du ihn wieder. Rot. Ja, ich wär durch. Nee, der andere wäre noch locker da dran gekommen. Nee, ich bin von Persi, Pace-Uhr. Ja, du hast unter Fall Metzacker, der war. Ich bin nicht mehr Metzacker. Ja, der sah aber so aus. Ja, hab ich auch gesagt. Könnt ihr mal euren Tipp drunter schreiben, auch unter dem könnt ihr. Ja, was ist denn dein Tipp? Wenn wir schon mal dabei sind, dann mein Tipp ist. Da ist die Pace-Uhr Walkout. Naja, also für den für das Lauftempo hat er einen lächerlichen Schuss. Mein Tipp, Arsenal, Manchester United. Ich weiß nicht, ob Menu jetzt noch gewinnen will. So. Ob die jetzt mit vollem Einsatz noch dabei sind. Flanke! Gar nicht so. Jetzt haben wir mal rein. Gibt's nicht, ne? Der ist so ein First Touch, der ist so noch nach unten gelaufen, wollte ich gar nicht. Hat der Ferdinand. Mein Tipp, jetzt, ich sag mal, also für Menschen geht es nicht mehr um so viel, die werden offensiv spielen und Arsenal spielen. Warum pfeift der denn jetzt ab, Alter? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sag mal, das gewinnt sogar Arsenal mit 3-2. Und was ist deiner? 2-0 Menu. Ja. Gut, haben wir das auch schon mal geregelt. Der von Persi, der macht da zwei Buden. Und dann gegen Ex-Verein. Nein. Hat der vorher bei Arsenal gespielt? Ja. Boah, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ey. So lange ist er aber noch nicht her. Sagen wir mal so, wenn der von Persi zwei Tore machen würde und dann,
dadurch gewinnen würden, wird Arsenal wahrscheinlich die Champions League verpassen nächstes Jahr. Ja, macht er halt ein Eigentor mal. Wäre schon eine crazy Geschichte so. Komm, Walcott, schön. Und nun Lukas Podolski. Ja, das war doof. Ganz sicher hat er das gemacht. Da können Sie jetzt einen Konter draus machen. Spielt sehr defensiv, ja, ne? Nee, offensiv. Ja? Ja, ja. Was bringt mir das denn, wenn ich sehr defensiv spiele? Ja, ich weiß nicht, du stehst so. Da ist hinten drin, aber. Ah, weil denn der, den ist auch. War das schon wieder Latte? Ne, Tor gehalten, oder? Ah, okay. Ja. Ich will auch mal offensiv spielen, ne? Ach du Kacke. Ich will doch nicht offensiv spielen. Komm, jawohl. Scheiße, das, ey. Ja, wieso kann ich da nicht umstellen? Dann würde ich auch schon rot geben, den Torwart. Einfach so aus Protest, Alter. Einfach rot, Zeitspiel. Das kann ich doch nicht umstellen. Das ist ja, ich will nur offensiv spielen, Mann. Gut abgefangen hat er da den Ball. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Jawohl. Aber war kein schlechtes Tor, fand ich. Schlecht verteidigt. Ja, schlecht verteidigt, das stimmt. Aber wie immer bei dem Spiel. Denkst du, da macht man mal ein schön rausgespieltes Tor. In fünf Jahren vielleicht machst du da mal ein schön rausgespieltes Tor. Jetzt spiel ich offensiv, okay. Boah, ich weiß nicht, wenn die wieder. Warum zu dem? Warum? Boah, das kotzt mich an, denn du drückst nach unten und der passt einfach dahin, wo der dann Bock drauf hat, habe ich das Gefühl. Wollt ihr ein Torwart da machen, ey? Früh rauskommen anscheinend. Ja, Beini, ja, super. So macht das Spiel Spaß. Weißt du, so ein Beini, wo du nichts für kannst. Boah, komm, den kriegst du noch. Ja, tolle Chance. Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Mein Gott, ich tick gleich wieder bei dem Spiel aus, ey. Ja, da war aber schon noch gerettet. Aber ein schöner Pass. Ja, ein Dings, der von. Boah, Van Persie ist so grottenschlecht bei dem Spiel, ne? Ja, aber du bist jetzt in die Richtung gelaufen. Trotzdem, guck mal, wie langsam der Junge ist. Da bin ich 5000 Mal schneller. Ich weiß gar nicht, wie viel Pace Van Persie. 82, glaube ich. Ja, nie im Leben hat der Typ 82. Wenn der 82 hat, ne? Dann fresse ich 17.000 Besen, Alter. Was soll ich denn dann haben? 500.000 oder was? Mindestens. Ja, ich wette nicht, ich würde den einholen, hundertprozentig. Ich bin schnell. Ja, aber nicht trainiert. Ja, egal, 100 Meter schaffe ich. Ja. Ja. In 50 Meter zieh ich den ab. Gib mir 50 Meter, Wettrennen, Wetten, ich schaff das. Ich bin nur 2 Meter, ey. Schön. Stark der Uni, der ist auch total schlecht bei dem Spiel, er viel zu langsam. Okay, im Spiel haben echt viele gesagt, der ist soll nicht so gut sein. Wow. Ne? Super, der kann auch noch nicht mal schießen. Er hätte auch noch laufen können. Ja, ich hab gedacht, der Typ hat voll den Bums. Okay, gut schießen kann er eigentlich, ehrlich. Ja, jawohl. Ja, wollte schon sagen. Ja, wollte schon sagen, ja. Und die Mauer verkürzt den Abstand zum Ball. Da müsste der Schiri eigentlich eingreifen. Naja. Hätte ja mal klappen können. Vielleicht ein Stückchen zu weit weg. Was macht der Dings denn da? Die Gea. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Der FC Arsenal versucht das mit Routine runterzuspielen. Aber zwischendurch müssen sie auch mal. Nimm noch den anderen. Als hätte der Podolski den Ball nimmt. Stark. Ja, für mich auch. Und an Raphael kommst du nicht vorbei. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Mann, no.
1 hier. Na, das könnte übel werden. Wenn er gut zu Ende spielt. Würden die mal köpfen, ne? Ist vernünftig. Sonst machen die immer einen Flugkopfball. Boah, da gibt's doch nicht, ey. Schade. Hunger Games wird, glaube ich, auch heute kommen, wenn der Perlat alles schafft, aber anscheinend. Hunger Games Special, ungefähr, wie viele Leute waren wir? 15, 20? Ich weiß nicht, beim ersten war ich ja nicht dabei. Ja. Ungefähr 15, 20 Leute, Hunger Games. Hat definitiv viel Spaß gemacht. Paul, rot, 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 rot. Hat viel Spaß gemacht, könnt ihr mal draufklicken und einschalten. Mal vorne da einfach. Das kann ich auch. So. Und das doch mal den Unicap-Bänder. Oh, cool. Aber komischerweise, in der ersten Halbzeit waren 4, in der zweiten nix. War komisch gewesen wieder. Nee. Oh, könnte aber passieren. Könnte aber passieren. 2-1 ist möglich, ja. Schussgenauigkeit 50% und 50%. Oh, Passgenauigkeit 81-60, Zweikämpfe. Moment, liegt FIFA mir nicht, weiß nicht warum. Bester Spieler. Santi Cazorla und bei dir De Gea, der Torwart. Ah. Oh, der hat nicht schlecht gehalten. Ah, das stimmt. Ja, mein Tipp war 3-2 für Arsenal, Last Tipp 2-0 für Manchester United. Orakel haben wir 2-1 für Arsenal. Wie gesagt, Sonntag 17 Uhr ist Anstoß. Und um 17.30 Uhr kommt, wie gesagt, Stundenfolge Part 1, 18 Uhr Stundenfolge Part 2. Hunger Games kommt, glaube ich, auch noch, wenn das nicht schon draußen ist. Ich wünsche euch dabei, also, bitte? In Form hat Van Persie 79 Tempo. Okay, dann ist er echt nicht so schnell. Und 92 Schuss. Ja, okay, schießen war ja jetzt nicht schlecht, hat nur das Tor nicht getroffen, aber schnell war der ehrlich nicht. Ja, okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Fußball gucken. 17.30 Uhr wieder einschalten bei FIFA. Tschüss, bis gleich, bis später, wieder, je nachdem. Tschüss. Ciao.